So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time 3D im 3 Herzen One. So, im letzten Part haben wir, wir sind von Gronia in die Wälder wieder zurückgegangen, haben einmal von Salia ein Lied bekommen, damit wir Darunia freundlich, also wieder besser stimmen konnten und haben von ihm dann den hier, wie heißt das Kackstück jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, wie es heißt, peinlich, ey. Kronarmband, genau. Das Kronarmband bekommen, damit wir die Höhle öffnen können, die Dodongo-Höhle. Und das haben wir auch getan. Und jetzt sind wir hier drin und sollen alles bereinigen, damit wir den Kronenrubin bekommen. Ganz geschillt, alles cool. Oh mein Gott, schweres Mini-Dodongo, lass mich in Ruhe. Wow, hat mich nicht getroffen. Wer hat das denn gemacht, ey? Wie hat es nicht gemacht, mich nicht zu treffen. Sagen wir ja so. War wieder zwei von euch. So, tschüss. Okay, haut ab, alles klar. Na komm. Oh, ich komme irgendwann halt zu euch. So. Eins, zwei und drei. Ganz leicht. Aber hinter ihm her wieder. Oh, jetzt haut doch nicht ab, Mensch. So, eins, zwei und. Alter, ist mir kein egal jetzt. Alter, sterb. So, Nummer eins ist down. Und nur noch er, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wow, die einfach ausweicht. Der sagt, Schiss, Mann. Okay, das war's schon. Ziemlich simpel. Ziemlich simpel. Okay, wir sind fast da bei der anderen Truhe, die wir noch holen können. Und einmal wieder Feuer. Nummer eins. Und der zweite hier ist drüben, ist hier noch einer. So, zack, zwei. Ganz geschillt, ganz leicht, alles cool. Gut. Und dann sind wir im anderen Raum wieder, wo wir vorhin schon mal waren. Aber dieses Mal kommen wir auch hier oben hin. Denn hier ist unser nächster Gegenstand, den wir bekommen werden. Okay, los geht's. Bom. Oh yeah, was ist das? Es ist die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Darin befindest du 20 Bomben. Du kannst Bomben platzieren und Hindernisse wegsprengen. Das ist bombig. Oh yeah, Bomben. Hammer gut. Dann können wir endlich den gammeligen Brief weglegen, ey. Und dann haben wir unsere 20 Bomben und dann können wir auch normalerweise außerhalb von den Donnerblumen hier rumsprengen. So. Aktiv. Wir sind fast fertig hier. Es ist nicht mehr viel, was kommt. Wenn wir jetzt aber die andere Truhe auf der anderen Seite noch öffnen, dann haben wir alle Truhen, glaube ich, hier geöffnet auch. So, im Prinzip kann auch nichts passieren. Auch selbst, wenn wir runterfallen sollten jetzt, sind wir eigentlich so weit gut dabei, dass uns nichts passieren kann. Gleiches Spiel wie bei den Donnerblumen. Jetzt habe ich so kacke geworfen. So, jetzt aber. Dass die dann wegsprengt. Gut. Was ist hier drin? Es ist auch nur eine kleine Truhe Segen. Wow, 5 Rubine. Danke. Sehr nett. Für diese 5 Rubine habe ich diesen langen Weg gemacht. Okay, um weiterzukommen, müssen wir diese Bomben jetzt hier runterwerfen. Und dann kommt ihr weiter. So, zack. Nummer 1. Und das gleiche Spiel nochmal. Und 2. Und abwärts. Hui! Wow, ich stehe genau vorne auf der Klappe. Was ziemlich unlogisch war, weil ich oben drauf stand gerade, aber okay. Hallo! Aua! Schießt Laser auf mich. Wow, das ist knapp. What the fuck? Okay, weiter geht's. Letzte Räume! Viel ist hier nicht mehr und nicht schon wieder ihr. Oh oh. Ich würde gerne anvisieren und ihn killen, weil ich keinen Bock habe, mein Schild zu verlieren jetzt. Na, irgendwo war hier noch einer. Hä? Wo ist denn? Okay, kommt keiner. Gehen wir weiter. Scheiß drauf. So, was kommt jetzt? Ach, er. Oh, fuck, 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 geh weg. What the hell, ey? Das war knapp, ey. So, tschüss. Aufpassen wieder. Ich meine, jetzt kommen diese Dinger wieder aus dem Boden. Ah, nee, okay, alles klar, doch nicht. Hab mich geirrt. Habe mich geirrt. Ein bisschen auf jeden Fall. Okay, da ist noch ein Raum. Da können wir auch nochmal rein. Okay, machen wir auch. Und zack. Treffe ich von hier? Ja, ich treffe von hier. Cool. Ich habe sogar getroffen. Geil. Wie geil war das denn jetzt, ey? Hammer gut. Hammer gut. So, was geht hier? Ist wieder eine Skulptur drin. Alles klar. Also heißt, wir können weiter. Das war irgendwie dumm von mir, weil jetzt die Fledermäuse wieder leben. Ich habe keine Ahnung, wovon die jetzt kommt gerade. Okay, von da. Oh, tschüss, Mann. Okay, der droppt Herz, das ist gut. Dann können wir das einmal einsammeln. Dann haben wir volle Leben auf jeden Fall wieder.
Ah, willst du mich jetzt verarschen, Link? Klettert er hoch da. Oh, oh. Oha. Wow. Ich dachte, er kommt zu mir. Dabei kam er nicht mal zu mir. What the hell, ey. So, hier sind Vasen nochmal. Hier ist ein Vieh, haben wir aber schon. Deswegen können wir die so einsammeln einmal. Scheiß drauf, brauchen wir eh nicht mehr. So. Nochmal Vasen, zwei Stück Bomben. Cool, haben wir wieder volle Bomben. So, ich werde erstmal die Dinger entsorgen da oben, weil die nerven rum jetzt. So, zack. Und, wow, nicht getroffen, Buddy. Wow, nicht wieder getroffen. Wow. Skill. Heute hast du richtig Skill, ey. Gott, hat geklappt, aber weiter geht's. Da haben wir sie weggeräumt. Wegräumt haben wir die. Was sollen wir? Ich wollte gerade sagen, wie hängt der Stein jetzt da, bitte? Hammer und logisch, Hammer und logisch. So. Einfach ein Loch schieben, dann kommen wir auch durch die große Tür und dann sind wir auch gleich beim Boss. Dann haben wir das geschafft. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gut. Eins und zwei und drei. So, zack, aktiv. Und dann sind wir da. Eigentlich soweit. So gut, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich würde mal wieder gerne Deko-Nüsse finden. Deko-Kerne. Okay. Es ist ein bisschen epischerer Bossfight als vorhin, als beim letzten Part gegen Goma. Hier ist nochmal eine Truhe. Ihr hört das Lava-Geräusch auch wieder. Einmal bomben. Das ist gut. Dankeschön. Und einfach hinlegen und warten. Einfach warten, warten, warten. Hui! Und wir sind da. Was zur Hölle war das jetzt gerade? Oh-oh. Falls man keine Bomben hat, hätte man zur Not die Donnerblumen im Hintergrund. Okay, los geht's. So, moin. König Dodongo, Infernosaurus. So, da müsst ihr einfach... Genau, den Dekostab benutzen. Nein, die Bomben in den Mund werfen und dann weglaufen. Kurz warten. Das ist König Dodongo. Wirf ihm viele Fragen. Etwas Explosives in den Rachen und schlage ihn mit deinem Schwert. Okay, eins. Okay, jetzt müsste er durchdrehen, aber ich kann mich hier hinstellen. Ja, genau. So kann man ihm ganz leicht ausweichen. Und einfach hinterher rennen. Zack. Und wieder das gleiche Spiel nochmal. Mach Mund auf, mach Mund auf. Und doch gerade geschafft, ey. Gut. Und zack. Mit dem Deko-Stab geht das ein bisschen schneller, sagte ich ja bereits schon. Okay, gut, weiter geht's. Zweite Runde, dritte Runde sogar schon. Ich glaube noch ein Treffer, dann war es das schon. So, watch out. So, mach Mund auf. Gut, Hunger. Und tschüss, Mann. Das war's schon. Wie lame, oder? Wie langweilig der Boss war. Hätten wir uns bei Goma ein bisschen besser angestellt, hätten wir ihn auch so schnell platt gemacht wie ihn jetzt, aber gut, war nicht so. Hammer Sünde, der Tod. Ohne Scheiß, das ist Hammer Sünde. Er wird buchstäblich gebraten. Alter, Hammer übel, ey. Hammer krass, ey. So, Herzcontainer, leb wohl, dich brauchen wir nicht. Deswegen gehen wir gleich raus hier. Brauchen wir gar nicht irgendwelche Stress machen, alles cool. Wir haben uns nicht einmal treffen lassen. Das ist echt gut. Oh yeah. Ne, sind draußen wieder. Vor der Höhle. Moin. Ich bin es, Darunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Gandorf, der Kronekönig, verantwortlich. Er sprach, gib mir den Heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Hammergeil. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man überlegt, mit so einem großen Blutsbrüderschaft, ey, wie geil das sein muss, ey. Hammergut. Hammer gut. Okay, wir haben ihn. Zweiter Stein. Den Gronen. Hieß er nicht damals auf der N64 Gron Opal? Ich meine, das Ding hieß Opal. Ich bin mir nicht sicher gerade. Das müsste ich echt nachschauen einmal. Aber ich meine ja. Aber egal. Hier heißt es auf jeden Fall anders.
Gut, der Kronrubin. Von den Kronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Es ist eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Kron zu schließen. Du besitzt nun zwei Steine. Suche nach dem dritten. Bruder, du sollst stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lass uns unseren Bruder verabschieden. Eine sehr auch geile Szene jetzt, das kommt. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Es regnet Goron. Ja, ich hätte aber auch Angst, wenn das hier aus so eine Zombie-Armee auf einen zugelaufen kommt. So. Okay, unsere nächste Aufgabe ist es, wir wollen den Gebirgspfad nochmal hoch oder mal hochlaufen. Denn da sagte uns der Grone hier, da ist eine schöne Fee. Okay, fahr zum Todesberg. Da werden wir jetzt auch einmal hochgehen. Das heißt, wir müssen Bomben benutzen. Und klingt, du bist zu dumm, da auch zu klein, habe ich das Gefühl. Ohne Scheiß. Okay. Zack, erstmal hier hinlegen. Dann können wir den auch wegsprengen. Das stimmt, ich auch. So, boom. Und wow, da ist ja Geld hinter. Kurz warten. Was er blinkt und dann müssen wir werfen. Und es war zu. Nee, es war gerade richtig, okay. So, wow, da kriegen wir sogar 20 Rubine für, wenn wir die tragen könnten. Aber wir können es ja nicht tragen, deswegen ist das scheißegal. Ja, aber mal gucken, jetzt was unter. So, eine Höhle. Mal schauen, was hier ist. Eine Kuh und Geld, schon wieder. Und Wasser und Rubinen und Herzen. Hallo Kuh. Würden wir hier Eponas Lied spielen, würde sie uns Milch geben, aber da wir ja schon zwei Flaschen voll mit Feen haben, brauchen wir es nicht. Gut, dann wollen wir mal den Berg erklimmen. Kleines Stück haben wir noch. Alter, was ist hier passiert, ey? Alter, wie das. Oh. Oh, was geht? Oh, es regnet. Ja, ist klar, es regnet Steine. Ja, und. Ey, wenn ich jetzt meinen ersten Fail hier reinkloppe, ne? Das wäre richtig lame. Au. Okay, haben es geschafft anscheinend. So, tschüss. Das ging echt fix gerade. So, da sind noch mehr von den Dingern. So, tschüss. Haben die auch mal erledigt hier. Ich meine, da kommen auch noch mehr. Die hört es auch schon am Ton. Halt die Schnauze. So, Deko-Nüsse. Deko-Kern, ich vertausche das immer wieder, ey. So, tschüss und weiter. Okay, weiter geht's. Wir sind gleich oben. Gut, 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 gut. Sehr schön, würde ich sagen. Oh nee, geh weg, lass mich in Ruhe, Eule, bitte. Wir müssen in diese Wand rein. Also hier, wo die Wand ist. Und jetzt zeige ich euch gleich mal den Vulkan von innen noch, einmal ganz kurz. Da kann man auch ein Herzteil holen und eine Skulptula in dem Ding. In dem Vulkan, genau. Mir fiel gerade der Name wieder nicht ein. So, Feenquelle, yeah! Ja, ich weiß, wie das Lied geht, aber ich verspiele trotzdem. Oh, komm schon, nur weil ich A gedrückt habe einmal. Gott, ich wollte gerade sagen, nur weil ich mich einmal verspielt habe. Fail. Dum, dum, dum. Dum, dum. Oh yeah. Ich bin durchdreht, ey. So, jetzt möchte ich gerne, dass ihr mir mal sagt, wo ist die schön? Guckt euch sie ganz genau an, bitte. Und vor allem dieser Text. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwertechnik. Sei bereit. Achtet bitte auf den Touchscreen-Hammer. Achtet auf den Touchscreen. Noch nicht. Jetzt. Wow, wir haben was dazu bekommen. Hammer gut. Hammer gut. Okay, los geht's. Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lasse B los, um deinen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du analog einmal im Kreis und drückst dein B, kannst du eine Wirbelattacke sofort ohne Wartezeit ausführen. Sammelst du Kraft für deine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Besuche meine Freunde, die im ganzen Land leben. Sie werden dir sicher ihre Kräfte mit dir teilen. Geh zum Schloss von Hyrule und schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Die hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Okay, ihr habt's gehört. Die nächste Fee ist die am Schloss, von der wir auch schon gehört haben. Und ich glaube mal, das machen wir sogar in dem Part hier sogar noch. Unser Ziel, ihr seht es auf der Karte, ist auf der rechten Seite. Ich rede mit Eule, damit wir runterkommen, ja? Du siehst erwachsen aus, seitdem du hier viel besucht hast. Doch nun wirkst du nicht wie der prophezeite Reiter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Ja, dann nehme ich mit da.
Hier, komm, nimm mich mit. Whee! So geht das schneller und so müssen wir nicht den ganzen Weg laufen. Und vor allen Dingen haben wir die Möglichkeit, dass bis zum Tag, also wenn es wieder Tag wird, warum hat der Krone sich nicht da fortbewegt? Na egal. Dass wir bis zum Tag das schaffen, wieder in der Stadt zu sein, beim Marktplatz. Denn sonst kommen wir ja ins, in die Stadt nicht rein. Wisst ihr ja. Das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir ja schon mal. Da ist eine Skulptula. Und da ist noch eine. Au. Hm. Au. Okay, jetzt geben wir ja bitte die Herzen. Gott, dann können wir weiter. Mehr können wir hier sowieso nicht machen. Außer Herzteile sammeln. Aber wie gesagt, das mache ich ja nicht. Das will ich nicht. I don't want it. No. No. Der dritte Stein. Ja. Wo ist das? Wir waren auf einem Berg. Wir waren in einem Wald. Halt die Schnauze. Skelett, lass mich in Ruhe. Und wo könnte es noch sein? Es gibt noch ein Element. Laufen wir gerade so dran vorbei. Ja, Wasser. Wir müssen zu einer Stelle, wo viel Wasser ist. Skelett, lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Leck mich am Arsch. So, kurz warten. Dass dieses scheiß Tor aufgeht. Na komm, eine Wirbelattacke mal machen. Alter, ich wollte gerade Wirbelattacke machen, du Arsch. Mann, du Arsch, auf damit. So. Okay, ein Magiekrug, deine Magieleiste wird aufgefüllt. So, jetzt aber. So, das ist die kleine Wirbelattacke. Okay, und das ist die große. So, tschüss, Mann. So, und das war's. Okay. Dann wollen wir einmal nochmal dahin zur Fee. Das machen wir in dem Part auch noch, egal jetzt wie lange der werden würde noch. Ich will euch das einfach zeigen. Oder einfach mal holen, denn dann bekommen wir auch einen guten Gegenstand noch. Und den brauchen wir sogar. Wir sind wieder hier in meinem Revier. Zum Schloss müssen wir. Moin. Wir wissen ja, wo wir lang müssen. Vor allen Dingen, als ob die Leute das nicht sehen, von dem, vor allem die Bediensteten vom Schloss, dass hier eine Ranke ist, um da hochzuklettern. Hammer, oder? Hammer. Oh man, oh man. Naja, was soll man sagen, ne? Ist halt so. Das ist halt eben so. Und da ist ein Schild. Was geht? Sackgasse. Na, glaube ich nicht. Bombe! Okay. Was? What the fuck? Das hat nicht getroffen. So, jetzt aber. Gut. Okay, und rein hier. Dann besuchen wir jetzt mal die Schwester von der Fee, Bruder, keine Ahnung. Irgendein verwandtschaftmäßiges irgendwas. Feenquelle, yeah, moin. Und ich schwör's, ich klapp beim ersten Mal richtig. Ich glaub's nicht, ey. Wow. Ich hab's drauf. Wow, cool, ne? Gott. Und die zweite Fee. Und wir werden sie wiedersehen. Oh, da ist sie schon wieder. Ich will sie nicht sehen. Sie ist ja so schön. Oh ja. So eine sexy Fee. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Okay. Jetzt gib mir irgendwas. Und ich sagte euch bereits, dass wir bald die Möglichkeit haben, Feuer zu machen. Und wir haben sie bekommen. Dins Feuer Inferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt die Magieattacke mit den Knöpfen ein. Dins Feuer Inferno kannst du nicht für Attacken nutzen. Du kannst damit auch. Du kannst nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kapferschirr zu? Besuche mich wieder. Yo, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Schloss. Also wieder zurück zum Eingang. Und wir gehen zum Marktplatz noch. Das machen wir eben jetzt nochmal. Also lassen wir uns wieder mal verwischen. Geht schneller, als wenn wir jetzt irgendwie zurücklaufen würden. Moin! Hey Kleiner, stehen bleiben! Im Namen des Königs! Na, ich bin nervig! Autsch, das tat weh. Okay, eigentlich wollte ich in die Richtung laufen, aber danke. So, Leute. Wollen wir einmal nur zum Marktplatz gehen? Ich würde dann sagen, wir beenden den Part dann auch an dieser Stelle. Und im nächsten Part... Ja, was machen wir im nächsten Part? Wollen wir uns dann zum nächsten Gebiet aufmachen? Und ja... Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.